Über die Schuldenkrise in Europa und die Zukunft der Währungen Euro und Dollar spreche ich jetzt mit Wirtschaftsexperte Professor Hans-Jürgen Bocker. Herr Professor Bocker, mit den jüngsten Maßnahmen der EU-Politiker und der EZB scheint doch die Gefahr eines Zusammenbruchs der Eurozone gebannt zu sein. Was meinen Sie? Ja, das ist ungefähr so, als wenn Sie sagen, also die Hälfte der Stadt steht lichterloh in Flammen, die brennt gerade ab. Es rücken 120 Löschzüge aus. Aber sie haben in ihren Löschtanks aus Versehen oder mit Absicht kein Wasser, sondern nicht nur Benzin, sondern Superbenzin, was besonders gut brennt. Und das sprühen die jetzt darauf. Nun stehen die Reporter dabei und schreien und brüllen in ihrer Mikrofone. Die Gefahr ist jetzt gebannt. Alles ist in bester Ordnung. Alle Löschzüge sind ja da. Jetzt wird ja gelöscht. Das ist ungefähr der Vergleich mit dieser Eurozone. Keins, nicht eins der grundlegenden Probleme ist überhaupt angesprochen worden auf diesen 1000 Gipfeln und was es so gab. Keins, nicht eins, geschweige denn in irgendeiner Form gelöst. Die Lösung besteht, Schulden durch noch mehr Schulden zu bekämpfen, ganz einfach. Also das ist dermaßen idiotisch, dass sich selbst Kleinkinder fragen müssen, wer hier eigentlich die Macht oder das Sagen hat. Wer fällt denn solche Entscheidungen? Das sind letzten Endes alles Verzweiflungstaten eines untergehenden Systems. Heißt, Sie gehen noch davon aus, dass die sogenannten Peaks-Staaten früher oder später aus dem Euro ausscheiden werden? Ja, das EU- und das Euro-System in seiner heutigen Form ist nicht zu halten. Also das Ganze grundsätzlich kommt dann spätestens zu einem Ende, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr ausreichen, um die Zinsen zu bezahlen, die staatlichen Schuldzinsen. Japaner und Italiener, soweit ich weiß, die liegen schon bei etwa 40% der gesamten Staatsausgaben oder Steuereinnahmen, die für Zinsen aufgewandt werden müssen, mit steil steigender Tendenz. Also irgendwann kriegen wir dann mal 80 und 90%. Es wird aber schon lange vorher zusammenbrechen, denn der Staat hat ja, wie wir alle wissen, gewaltige Verpflichtungen wie Renten und Krankenhäuser und Gesundheit und Beamte und Wohlfahrt und tausend Dinge, Soziales. Und das ist eben einfach nicht mehr da. Das muss dann leider alles in die Zinsen fließen. Und spätestens dann passiert es. Und da wir jetzt in der letzten Phase dieser exponentiellen Entwicklung stehen, wird es jetzt sehr schnell gehen. Also ich würde sagen, wir haben höchstens noch 3 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre. Das liegt an der Zinseszinsformel. Das ist ja eine Exponentialformel. Da steht ein N oben als Exponent über einer Klammer, das ist die Anzahl der Jahre. Und wir alle wissen, jede Exponentialfunktion steigt zunächst langsam an, dann immer schneller und immer steiler und am Schluss dann fast senkrecht ins Unendliche. Das ist der mathematische Grund für die kommenden Ereignisse. Was wäre denn jetzt die beste Lösung für Europa und speziell Deutschland? Ein starker Nordeuro im Verbund mit Skandinavien oder doch die Rückkehr zur D-Mark, so wie es zum Beispiel Professor Walter fordert? Also alles das setzt erstmal voraus, selbst wenn wir das täten, dann haben wir wieder das Gleiche. Das sind doch alles Währungen, die sich beliebig vermehren lassen. Und dann beginnt das ganze Spiel von vorn. Kein Politiker und kein Bankster kann dieser Versuchung widerstehen. Noch niemals in der Geschichte. Es sei denn, sie werden durch einen Goldstandard gebremst und können auf Volksbeglückung auf Pump nicht mehr weiterführen, sondern können nur so viel ausgeben, wie sie eingenommen haben im Prinzip. Und das ist genau das ist ja die Wurzel dieser ganzen Misere. Also ob ein starker Nordeuro, was würde das bedeuten? Deutschland hat immer noch die Bundesschulden von über 2 Billionen, deren Abzahlung zu einigermaßen erträglichen Konditionen, also wenn jeder Rentner nur noch die Hälfte kriegt und so weiter, würde es immer noch, hat man ausgerechnet, so 350 bis 400 Jahre dauern. Und wenn es stärker abgezahlt werden müsste, etwas weniger. Und weniger dann eben 800 bis 900 Jahre. Amerika ist mit 700-800 Jahren dabei und Japan mit 1500 Jahren. Um ihre Schulden erstmal auf Null zu bringen, und ich spreche nur von den Federal-Schulden, also der zentralen Einrichtung, das heißt also des Bundesstaates. Ich rede nicht von Privatschulden und Landesschulden und Gemeindeschulden und das lasse ich alles noch weg. Also es ist vollkommen egal, ob wir eine D-Mark oder sonst was haben, solange diese Währung beliebig vermehrbar ist, ändert sich nichts am Prinzip. Und selbst wenn jetzt ein gewaltiger Schnitt käme, ein sogenannter Haarschnitt,
das wie 1923 oder 1948 in Deutschland. Alle Konten gehen wieder auf Null oder nahezu auf Null und alles Bargeld genauso. Nun ja, damit wäre das dann bezahlt. Dann ist das Volk enteignet und dann könnte man das wie beim Computer, nachdem man den Reset-Knopf gedrückt hat, beginnt das Spiel wieder von vorn. Möglich wäre es, nur ich bezweifle, dass die Bevölkerung das akzeptiert. Nachdem sie einmal jetzt praktisch enteignet worden ist und alles verliert, glaube ich nicht, dass alle vor lauter Begeisterung die Hände hochheben, in die Hände klatschen und dazu laut jubeln, wunderbar, wunderbar, jetzt, das machen wir gleich nochmal. Das befürchte ich, wird nicht so sein. Man wird also wohl oder so übel etwas Solides anbieten müssen und das wäre wahrscheinlich eine Bimetallwährung mit Gold und Silber als Grundlage und als Stütze, weil das nicht beliebig vermehrbar ist. Also das wäre keine geeignete Alternative, ein sogenanntes Vollgeldsystem einzuführen und das Schuldgeldsystem abzuschaffen, also dass die Banken kein Geld mehr schöpfen können? Ja, die Banken alleine tun das ja nicht. Die Banken tun es schon, aber die Zentralbanken tun das, also beide. Die einen drucken Geld und die anderen tun das aufgrund ihres Verleihsystems. Also wenn ich 1.000 Euro einzahle, dann müssen die ja nur 2% behalten. Und den Rest geben sie einer anderen Bank oder jemand anderem. Der wiederum trägt es zu einer Bank, die müssen nur 2% behalten. Und dieses Spiel pflanzt sich fort. Und nach dem 20. Schritt, wenn es so gelaufen ist, ist aus diesen 1.000 Euro, die ich eingezahlt habe, sind ungefähr 22.000 oder 23.000 Euro geworden, die jetzt im Umlauf sind. Das nennt man Englisch Fractional Banking, fraktionales Bankwesen. Das ist das eine und das andere ist das schlichte Drucken und Erzeugen von Geld durch die Zentralbanken. Solange diese beiden Grundübel nicht beseitigt sind, werden wir niemals ein stabiles Währungssystem haben. Es gibt auch Experten wie Johannes Seiger oder auch Günther Hannig, die gehen davon aus, dass es vor der Hyperinflation jetzt einen Deflationsschock gibt. Wie passt denn das zusammen, Herr Professor Bocker? Ja, das ist richtig. Wir merken es ja jetzt im Moment. Das ist auch der Grund, weswegen in der Konsumenten- oder Verbraucherinflations oder die Preissteigerungen für normale Konsumenten oder Verbraucher sind ja noch relativ mäßig. Sie sind nicht die 2%, wie sie dargestellt werden, amtlich. Das ist ja alles Lügerei und Trickserei. Aber es sind vielleicht 8%, 9%, 10%, je nach Land. Das ist also sehr viel höher, aber es geht noch. Man könnte damit leben. Das ist schon wahr. Aber warum ist das so? Das liegt vor allem daran, dass wir jetzt in einer Halbrezession leben, die durch Statistiken natürlich verdeckt wird und belogen wird. Also die gesamte Eurozone ist in den letzten zwei Quartalen hat geschrumpft in ihrer wirtschaftlichen Expansion. Portugal zum Beispiel ist im letzten Quartal um 1,7 oder 1,8% zusammengeschrumpft. Das ist also jahresbezogen in der Gegend von, kannst du ja ausrechnen, um 8% herum. In anderen Ländern ist es ähnlich. Und in einer solchen Situation, wo das Wirtschaftswachstum zurückgeht, mindert sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Das heißt, die Leute sitzen drauf, es ist nicht mehr viel, es läuft nicht mehr viel. Ich heb das Zeug einfach auf, weil es gibt keine Gelegenheit, das auszugeben. Arbeitsplätze gehen verloren, man muss sparen, man verdient nichts mehr. Die Geschwindigkeit des Geldes im Umlauf geht zurück. Und das hat genau den gleichen Effekt, als wenn man Geld aus dem System herausnehmen würde. Genau das Gegenteil vom Gelddrucken. Und es wird also langsamer. Also nicht nur die Menge des umlaufenden Geldes bestimmt die Geschichte, sondern die Umlaufgeschwindigkeit, die schrumpft. Und das ist der Hauptgrund für diese deflationären Erscheinungen. Geld wird relativ wertvoller. Die Leute keine Arbeitsplätze und keine Einkommen mehr haben. Zum Beispiel Freunde, die ich kenne, die beziehen eine kleine Rente aus Kanada, die ist gerade um 6% gekürzt worden, weil die dortigen Pensionsfonds Verluste gemacht haben. Das ist alles das Gleiche. Das heißt, die werden jetzt auf ihren wenigeren Pensionen sitzen und sehr, sehr geizig werden und sagen, jetzt muss ich aber sparen und aufpassen. Das bedeutet, es wird sehr viel weniger umgesetzt und ausgegeben. Und das bedeutet, das ist eine deflationäre Tendenz. Geld wird relativ wertvoller und Güter werden relativ wertloser. Und dieses Spiel geht eine Weile, aber irgendwann gewinnt die Inflation die Oberhand.
Denn die Geldvermehrung im Moment hat solche Ausmaße angenommen, dass es überhaupt nicht mehr ausdrückbar ist. Und wie viel Zeit wird da verstreichen zwischen dem Deflationsschock, den Sie auch befürchten, und dann der Hyperinflation? Ja, vielleicht ein Jahr oder ungefähr. Das hängt davon ab. Also im Prinzip hat die Elite nur drei Möglichkeiten, die Herrschenden. Entweder Hyperinflation, also Gelddruck mit Hyperinflation, wie wir es 1923 in Deutschland hatten, als die Kachelöfen mit Packen von Papiergeld geheizt wurden, die billiger waren als Kohle, oder in Zimbabwe vor kurzem, wo Papiergeld zentnerweise auf Kartoffelwagen gewogen wurden und man erhielt dann dafür zwei Maiskolben, oder offener Staatsbankrott wie 1948 in Deutschland, über Nacht. Der Unterschied zwischen A und B ist nur, das eine dauert ein Jahr oder anderthalb bis oder zwei und das andere dauert halt zwei Tage. Ansonsten ist das Gleiche, alle Konten sind auf Null, alles Papiergeld ist weg. Auf Null. Und die dritte Alternative ist Krieg. Krieg hat den ungeheuren Vorteil, es kurbelt die Wirtschaft vorübergehend an und es lenkt ab und man findet irgendeinen Buhmann oder ein Scapegoat in Englisch, das ist so eine Art, jemand, der an allem schuld ist. Die Bösen so und so sind jetzt schuld daran, dass euch das Öl abgeschnitten wird und dass jetzt die Wirtschaft so schlecht geht und so weiter. Und gleichzeitig bleiben natürlich die Mächtigen am Steuer, weil Krieg lenkt ab von den Verantwortlichen. Herr Professor Bocker, das ist jetzt schon ein sehr düsteres Bild von der Zukunft, das Sie zeichnen. Wie kann sich denn der Anleger jetzt am besten auf das mögliche Worst-Case-Szenario vorbereiten dann? Na, düster ist es überhaupt nicht. Es ist nur realistisch. Ich meine, wenn ich wenn jemanden der Fußnagel eingewachsen ist und er sagt, das tut mir weh, dann sagt dann, die Lösung ist, genau wie bei den Schulden, machen wir jetzt so, jetzt wird das ganze Bein in Hüfthöhe amputiert. Das ist ungefähr das, was heute so vorgeschlagen wird. Also ich halte mich, wenn es geht, an die Zahlen und Entwicklungen. Und die sind ganz einfach. Die sagen, dass die wirtschaftlichen Gesetze jahrzehntelang mit Füßen getrampelt worden sind. Die einfachsten wirtschaftlichen Gesetze. Ich spreche nicht von menschlichen Gesetzen, sondern von den normalen Naturgesetzen in der Wirtschaft. Nummer eins, ich kann auf Dauer nie mehr ausgeben, als was ich einnehme. Das ist so primitiv wie nur irgendwas. Das wird seit einem halben Jahrhundert nicht nur nicht beachtet, sondern in frecher Weise ignoriert. Und dann, Schulden sind ihrer Natur nach endlich. Irgendjemand muss sie bezahlen. Wenn es derjenige, der Schuldner nicht kann, dann muss es der Gläubiger. Wenn es der nicht kann, muss es der Steuerzahler. Und also irgendjemand muss dafür aufkommen. Oder es geschieht eben durch Hyperinflation, dann bezahlen sie es alle. Wie auch immer, es gibt keine Schuld, die einfach verschwindet, mysteriös, wie von der Fee mit den goldenen Locken und dem Zauberstab. Das gibt es nicht. Und es gibt noch eine Menge anderer einfachster Gesetze, die sind alle nicht nur missachtet worden, sondern wie gesagt mit schweren Nagelstiefeln getreten und auf ihn herumgetrampelt worden. Und wenn das so ist, dann hat das Konsequenzen. Wenn man seine Hand ins Wasser tut, dann wird die nass. Da gibt es keine großen Debatten. Und wenn ich sie ins Feuer halte, dann fängt sie an zu brennen. So zum Beispiel, ich weiß nicht, was daran sein soll. Das ist vollkommen, ist doch nicht düster. Oder wenn ich vom Hochhaus springe, bin ich unten blatt. Was hat das mit düster zu tun? Das ist einfach idiotisch. Und was ist dann Ihr Rat an den Anleger? Erstens, grundsätzlich, raus aus Finanz- und Papiergeldwerten und rein in Sachwerte. Das ist mal das Erste. Nun gibt es da sehr verschiedene Sachwerte. Und also Immobilien im Augenblick sind nicht das Richtige. Die werden weiter fallen. Ja, sicher, es ist besser. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sie auf Null gehen. Das wohl kaum. Und auch andere Sachwerte, es kommt darauf an. Ich würde nur nicht gerade in ein Auto investieren oder sowas, was also dann fürchterlich an Wert verliert. Das Beste im Moment ist, jetzt der Zyklus, sind Edelmetalle. Deren Zeit kommt jetzt. Das bedeutet nicht, dass es für die nächsten 100.000 Jahre so ist. Die werden auch gewaltige, absurde Höhen erreichen und dann wieder auf ein vernünftigeres Maß zurückfallen. Aber im Augenblick ist das die Lösung. Und hierbei ist zu beachten, erstens kleinere Einheiten, keine riesen Kilo-Klumpen oder ähnliches, denn man will ja nicht ständig Straßenzüge und Stadtteile kaufen mit einem Schlag.
sondern Dinge des täglichen Lebens beschreiten. Zweitens, Anonymität. Was nützt das, wenn Krimineller und vor allem der Staat weiß, dass ich das und das habe und besitze, und irgendwann kommt die Goldpolizei, schlägt einem die Tür nachts um drei ein und nimmt alles mit. Wenn man Glück hat, kann man es noch überleben. Also sollte möglichst niemand wissen, vernünftigerweise. Und immer, wenn die Preise runtergehen, also ein bisschen in die Knie gehen, nachkaufen. Das ist eigentlich alles. Stetig immer weiter nachkaufen, ganz gleich was ist. Und nicht zu vergessen, das ist ganz wichtig, sowohl Gold als auch Silber sind keine Spekulationsobjekte. Und da spricht man noch nicht von Kurszielen, das sind keine Aktien. Das sind reine Versicherungen, die haben Versicherungscharakter. Und bei einer Versicherungspolice, die ich mit einer Versicherung habe, dann rufe ich nicht jeden Tag an und sage, was macht denn meine Police? Die schließe ich einmal ab und dann vergesse ich's. Und ein grundsätzliches noch, was immer zur Anwendung kommen sollte, ist einfache Vernunft. Vernunft und gesunder Menschenverstand und keine Spinnereien. Herr Professor Bocker, vielen Dank für das Interview.